Hey Leute, ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie ihr sehen könnt, sind wir jetzt wieder unterwegs, und zwar in Düsseldorf. Im Aquazoo. Genau, das Wetter ist recht gut heute. Wir dachten, wir fahren mal zum Aquazoo, ein bisschen spazieren, mit Miki auch. Und meine Schwester ist natürlich wieder mit dabei. Hallo, da bin ich wieder. Genau. Ja, wir nehmen euch einmal ein bisschen mit. Und Ja, Miki ist natürlich auch am Start. Der hat schon richtig Bock. Der ist schon richtig aufgeregt, hat voll Bock, alles hier zu erkunden. Ja, ich würde sagen, wir zeigen euch mal die Gegend, nehmen euch mal ein bisschen mit. Und wünsche euch viel Spaß dabei und los geht's. Eine kleine Geschichte, und zwar kurz Storytime, meine Freunde. Und zwar habe ich gestern Abend bei meiner Schwester übernachtet, also bei Ina. Und heute Morgen, als ich aufgewacht bin, wurde ich natürlich sehr, sehr glücklich und munter geweckt von dem lieben Herrn hier, ne? Von dem Guten. Der ist angesprungen natürlich, alles sehr schön, ne? Am Morgen freut man sich erstmal so, empfangen zu werden von dem. Ja, und dann irgendwann kam halt der Freund von Ina, und der hat dann mit dem ein bisschen gespielt und ja, hat ihn ein bisschen so rumgeschubst, ein bisschen geärgert, und im Endeffekt, ich lag halt am Handy. Ja, und dann hat er ihn halt so, sage ich mal, also ist nichts passiert, also hat er nur gespielt. Und dann kam der halt, der gute Michi, mit seinem Popöchen gegen mein Handy mit Schmackes, und dann sah ich schön hier so einen kleinen Kratzer. Genau, erstmal kurz die Nase gebrochen. Das war ein kurzes Erlebnis vom heutigen Tag. Kurz die Nase brechen. Also okay, man muss jetzt richtig rumheulen, aber das war ein kurzes Erlebnis von dem heutigen Tag mit Miki, dem Rabauken. Also, hier gibt es so eine kleine Hundewiese. Und zwar die hier. Ja, ein bisschen. Im Vergleich zu unserer wirklich sehr, sehr klein. Klein, aber fein, ne? Ja, aber natürlich. Fein. Ja, wie gesagt, er hat richtig Bock. Okay, jetzt wurde ich auch noch ausgesperrt. Kurz, ne? Kurz abdancen. Ja, renn mal ein bisschen mit ihm. Gottes Willen! Der wird gebuddelt bis zum geht nicht mehr. Ein bisschen was? Ein bisschen Film. Sie sagt zu diesen Büschen da, diesen Sträuchern, sagt sie Wald. Bah, hier ist so viel Matsch. Weißt du, was ich meine? Da muss ich wieder die Kamerafrau spielen. Und dann begebe ich mich wieder in die größten Gefahren dieser Welt. Sie läuft hier rum und ich muss hier wieder über den ganzen Matsch. Also ist... Nee, das ist wirklich wieder mal komplett unvorteilhaft für mich. Das ist nämlich das Problem. Um Gottes Willen, ich muss hier raus. Wenn er mich gleich mit seinen dreckigen Pfoten anspringt, dann bin ich so stinkig, ne? Dann bin ich so sauer. Ja, wir gehen mal weiter. Ich geh mal seinen Schiss weg. Es gibt hier in Aquazoo, sag mal leise. Ja, wir gehen mal weiter. Und zwar hier in Aquazoo gibt es noch so einen coolen japanischen Garten. Japanese. Normalerweise ist es halt recht schön am Blühen im Frühling, da wir ja noch Winter haben. Wir gehen trotzdem mal hin. Komm mal mit. Irgendwie habe ich mich heute wieder
extrem unvorteilhaft angezogen, beziehungsweise meinen Füßen, denen geht es heute wieder gar nicht gut. Liebe Grüße gehen an der Stelle raus, Naima. Ich glaube, du fühlst an der Stelle vielleicht ein bisschen mit mir. Jetzt ist auf jeden Fall ganz gutes Wetter und diejenigen, die noch nie vielleicht hier im Aquazoo waren, also unabhängig davon, ob man in Düsseldorf wohnt oder nicht, ist auf jeden Fall ein sehr ruhiges Plätzchen, egal zu welcher Jahreszeit. Vor allem halt im Frühling, wo alles blüht, sieht es mega, mega schön aus. Jetzt ist halt alles sehr leer. Die Bäume stehen noch kalt, nackig und kahl, ja. Aber sonst ist echt, echt mega schön hier. Also kann man schöne Bilder machen und allgemein einfach auch mal kurz ein bisschen die Ruhe genießt, spazieren gehen, Natur. Nee, da ist er wirklich wieder komplett dabei mit dem Scheiß. Das ist die Leine. Alter, alles wird mitgerissen, zerfetzt. Oh nein, was ist das denn? Oh nein. Das ist die Leine. Um Gottes Willen. Lege. Hier. Also ich habe euch gesagt, wir gehen jetzt in den japanischen Garten. Ich zeige euch ganz kurz. Wie gesagt, im Frühling sieht es hier richtig schön aus. Und ich wette darauf, dass es wirklich ein Reinfall sein wird, weil es da nichts zu sehen geben wird. Ich habe es gesagt, ich wette darauf. Und mir ist ehrlich gesagt wieder kalt. Also die Leute, die mich kennen, die werden wissen, dass es echt eine heikle Nummer sein kann, wenn mir kalt ist. Schnitte. Komm, wir gehen zum Garten. Oh, kollabieren. Ey, es reicht. Gleich knallt's. So, das ist der Park, von dem wir geredet haben, oder ich. Zwei Enten, Gänse, was auch immer. Und, ich habe ja erzählt, die jagt ihr mal gerne. Und ich hoffe, ich mache das jetzt an. Ganzer Fokus auf den Enten. Voll schade, dass es so zu der Jahreszeit immer so früh dunkel wird, weil eigentlich war heute ein relativ gutes Wetter und jetzt ist es eigentlich gleich schon wieder dunkel, die Sonne nähert sich dem Horizont, der Horizontlinie. Wieder mal die Sonne geschienen. Ja, das stimmt, weil die Tage waren ja echt nicht so, war ein bisschen düster und depressiv. Ja, und ich haben uns gerade so ein wenig Gedanken drüber gemacht, so was man denn demnächst so filmen kann und was euch vielleicht interessiert. Und da sind wir zu dem Schluss gekommen, einfach mal jetzt zu fragen. Also ihr könnt euch einfach uns ja einfach mal sagen, was ihr für Videos sehen möchtet. Das heißt, ich weiß nicht, wenn es jetzt eben die Vlogs sind, könnt ihr einfach dann uns sagen, welche Orte wir vielleicht besichtigen sollen mit Miki zusammen.
dann da ein bisschen spazieren zu gehen. Oder was für ein, also was für einen genauen Inhalt von einem Vlog. Genau. Ob es jetzt Spaziergänge sind oder halt von zu Hause irgendwelche Themen aufgreifen, irgendwelche Diskussionsthemen und das als Vlog machen. Also wo liegt da eher so der Interessenfokus bei euch? Und falls es halt dann eben keine Vlogs sein müssen, eurer Meinung nach, könnt ihr uns auch beispielsweise so Challenges vorschlagen, unabhängig davon, ob es jetzt Challenges mit Niki sind oder ohne. Das ist natürlich euch frei überlassen. Wir sind da offen. Beziehungsweise Ina ist da offen. Ich bin ja nur der Gast. Tina ist nämlich ein sympathischer Hase. Sie macht das, ne? So Leute, ja, das war's dann auch mit unserem kleinen Spaziergang heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mal auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und die Glocke zu aktivieren. Ne? Nicht vergessen, die Glocke, ganz, ganz damit wichtig. Damit ihr unsere Videos nicht mehr verpasst. Genau, damit ihr alle unsere neuen Videos auf dem Schirm habt. Und ja, an der Stelle verabschieden wir uns, sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao!